Hallo Internet! Hier ist wieder Bengzack für euch und willkommen zu meiner Review von Die Tribute von Panem Mockingjay Part 2. Der Name von dem Film ist mir einfach ein bisschen zu lang, deswegen werde ich jetzt nur noch Panem 4 sagen. Ich weiß gar nicht, ob das einige von euch mitbekommen haben, aber als ich den Film verlassen habe am Donnerstag, als ich im Kino war, habe ich direkt mein Smartphone gezückt und musste direkt eine erste kleine Meinung den Film betreffend in das Internet blasen. Und um mich mal selber so ein bisschen zu zitieren: Sweet Salmon of Baby Jesus! Ich weiß nicht, wann ein Film mich das letzte Mal emotional so abgeholt hat, um mich dann gedanklich komplett zu ficken. Scheiße, war das ein geiler Film, ja? Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin direkt, weil ich mache die Review jetzt mit 2-3 Tagen Verzug, weil ich zwischendurch keine Zeit hatte. Ich habe aber zwischendurch trotzdem mal so ein bisschen casual-mäßig im Internet so gelesen, was andere Leute eigentlich von dem Film denken. Und ich höre irgendwie nur so, so lala, wischiwaschi, geht so, ganz okay, schlechter als die anderen Teile. Bullshit! Bullshit! Und das kann ich mir einfach nicht erklären, warum. Natürlich ist der Film nicht perfekt, das ist ja so gut wie kein Film. Vorweg ist zu sagen, dass natürlich es generell immer scheiße ist und dumm ist, wenn man Quellmaterial nimmt, was eigentlich ausgelegt ist, um einen Film davon zu produzieren. Aber man sich denkt, wenn ich einen Film habe, dann mache ich einmal Geld. Aber wenn ich zwei Filme habe, dann mache ich ja zweimal Geld. Sowas ist immer scheiße, sowas geht auch in der Regel immer schief, wie wir zum Beispiel bei Der Hobbit gesehen haben, wo 3 Filme verhackstückt wurden von einem Buch, was nur so dick ist im Vergleich zu Herr der Ringe Büchern, die so dick waren und aus dem immer nur ein Film gemacht wurde. Aber gut, jedenfalls muss ich aber sagen, ja, prinzipiell gesehen ist das scheiße, aber bei Panem funktioniert das, beziehungsweise es ist nicht sonderlich schlimm. Okay, es ist schon ein bisschen schlimm, zumindest für den Einzelfilm. Also lasst mich einfach noch mal ein kleines bisschen das revidieren, was ich gerade gesagt habe. Für den Film Panem 4 ist diese Trennung nur für diesen einzelnen Film schlecht, weil der Film alleine nicht funktioniert. Nein, funktioniert nicht. Ihr werdet quasi kein bisschen noch mal abgeholt, ihr werdet ins kalte Wasser geworfen. Man hat den Eindruck, als wäre bei dem letzten Film nur eine 10-15 Minuten Werbeunterbrechung gewesen und dann geht es direkt weiter mit der nächsten Szene. Zumindest setzt dieser Film voraus, dass ihr den vorigen Teil, also Teil 1, quasi Panem 3, noch perfekt im Gedächtnis habt. Er erwartet von euch, dass ihr das alles wisst. Kann ich verstehen, dass einige Leute sich da ein bisschen überrumpelt gefühlt haben oder nicht ganz abgeholt, aber mal ganz ehrlich, das ist doch wohl nicht die Aufgabe von dem Film. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein, dass wenn man in den vierten Teil von etwas geht oder sogar in den zweiten Teil von einem dritten Teil, der nur gesplittet wurde in der Mitte, dann kann ich doch nicht erwarten, dass wenn ich die anderen Teile vorher nicht gesehen habe, dass ich dann irgendwas von dem kapiere, was da von sich geht. Ja? Und wie gesagt, ich erwähne das jetzt nur, weil ich das halt echt mittlerweile schon so mitbekommen habe, dass viele Leute das angekreidet haben. Aber ich denke mir da einfach nur, seid ihr komplett behindert oder was? Stellt euch vor, Panem wäre keine Filmreihe, sondern eine Fernsehserie. Ihr schaltet doch auch keine Fernsehserie bei Episode 26 von 50 ein und seid dann angepisst, dass ihr nichts versteht und sagt dann so: Die Serie ist voll scheiße, ich weiß gar nicht, wer diese Charaktere sind, warum wird mir das nicht am Anfang jeder Folge nochmal gesagt? Panem 4 ist insofern also ein relativ anspruchsvoller Film, weil er einfach von euch verlangt und voraussetzt, dass ihr euch in dem Panem-Universum auskennt und dass ihr genau wisst, was in den vorigen Teilen passiert ist. Denn der Film verschwendet keine Zeit damit, alte Sachen oder alte Kamellen nochmal für euch aufzuwärmen. Aber das finde ich gut. Denn ich bin ein Mensch, der, wenn er im Kino sitzt, permanent nonstop darüber nachdenkt, was da gerade auf der Leinwand passiert. Ich kann mich einfach nicht zurücklehnen und mich berieseln lassen. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht im Kino sitzen und mich die ganze Zeit berieseln lassen. Ich denke kontinuierlich über den Shit, den ich da auf der Leinwand sehe, nach. Und deswegen ist es für mich persönlich einfach ganz schön,
dass Panem diese Anforderung an mich als Zuschauer, nicht an mich persönlich, das wäre ja Blödsinn, aber an mich als Zuschauer halt stellt, dass er von mir verlangt, dass ich genau weiß, was los ist und dass ich permanent darüber nachdenke, was da auf der Leinwand passiert und wie sich die Ereignisse, während sie sich auf der Leinwand abspielen, entwickeln könnten. Dass man darüber nachdenkt, permanent. Dann ist der Film, wenn man das macht, auch sowas von unfassbar spannend und gut. Wenn man aber natürlich im Kinosessel hängt, wie so eine Salatgurke, die ihr Popcorn wie ein Nilpferd in sich reinschaufelt und man seine Gedanken auf kompletten Leerlauf stellt, dann ist das eventuell ein bisschen eintönig und ein bisschen langatmig und ein bisschen langweilig, aber weiß Gott, das ist dann nicht die Schuld von dem Film, sondern von einem selbst. Wo die früheren Panem-Teile wirklich kunterbunt zusammengewürfelt waren mit vielerlei verschiedenen Nebencharakteren, die alle in der Story mitgemischt haben, ist es jetzt so, dass in Panem 4 sich die Story wirklich mehr auf Katniss, Gale und Peter und ihre kleine Sondereinsatztruppe konzentriert, mit welcher sie in die Hauptstadt eindringen. Ist aber in dem Fall gar nicht schlimm, weil ja, man könnte jetzt argumentieren, dass Nebencharaktere, die es ja in der Story noch gibt, nicht weiter beleuchtet werden und nicht mehr genug Screentime bekommen oder so. Aber wenn man mal aufgepasst hat und auch den Film versteht, beziehungsweise diese Filmreihe versteht, in dem, was sie machen möchte und wo sie die Story hinführen will, dann sollte einem klar werden, dass die Charaktere, die jetzt noch am Leben sind und die noch da sind, zwar noch da sind, aber dass die in der Story an diesem Punkt auch gar nichts weiter mehr großartig zu suchen oder zu reißen haben. Von daher ist das okay. Hey, das ist voll doof. Ich habe die kennengelernt und jetzt will ich die auch sehen und so, die Charaktere. Egal, ob das für die Story gut ist oder nicht. Ich will auch, dass bei Dragon Ball in jeder Folge Yajirobe und Yamcha dabei sind, weil das waren halt Charaktere, die kenne ich und die sind noch am Leben. Wo ich gerade bei den vorigen Panem-Teilen bin, was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist bei Panem 3 war, dass die titelgebenden Hungerspiele eigentlich gar nicht mehr so wirklich vorhanden waren. Und das war halt eine Enttäuschung so ein bisschen, weil man aus den vorigen beiden Teilen gewohnt war, dass es immer um diese Hungerspiele geht, die total spannend sind, weil auch einfach sehr viel Abwechslung drin ist in den Todesfallen, die da gestellt werden und so weiter. Und es war einfach ein bisschen schade, dass das im dritten Teil gar nicht mehr da war. Das ist jetzt in Teil 4 glücklicherweise ansatzweise wieder vertreten. Sie haben also quasi trotzdem auf eine perverse Art und Weise die nächsten Hungerspiele da in dem Film. Und das ist so ein bisschen mehr wieder in die Annäherung an die vorigen Teile. Weil ganz ehrlich, ich kann verstehen, so gut der dritte Teil auch wirklich war, und das könnt ihr auch in meiner Review zu diesem Teil nochmal euch anschauen, warum der so gut ist. Wie gut der auch war, kann ich verstehen, dass man vielleicht ein bisschen enttäuscht war, wenn man von den vorigen beiden Teilen halt Hungerspiele erwartet hat und die dann im dritten Teil nicht wieder da waren. Aber hey, jetzt sind sie zumindest in Teil 4 wieder ansatzweise mit dabei. Also schön und gut, die Hungerspiele sind ansatzweise wieder mit in dem Film drin. Und man könnte sich jetzt fragen, warum ist dieser Film denn so viel besser oder so viel geiler als die anderen Hungerspiele? Das ist ganz einfach, denn wie es in dem vorigen Teil auch schon angedeutet wurde oder auch schon eigentlich praktiziert wurde in den Grundzügen, gibt es jetzt in Panem 4 Bürgerkrieg. Einen großen Bürgerkrieg, wo sich die Distrikte jetzt zusammenschließen endlich und zum Kapitol rennen und da richtig auf die Kacke hauen. Und wisst ihr, gerade dieser Bürgerkrieg ist es, was diesen Film so gut und so besonders macht. Denn dieser Bürgerkrieg ist realistisch dargestellt. Dieser Bürgerkrieg ist kein klischeebehafteter Fantasy-Kampf. Nein, was uns da gezeigt wird in dem Film, ist eindrucksvoll ein echter Bürgerkrieg. So echt, wie man ihn zumindest im Film darstellen kann und in so einer Welt. Die Distrikte, beziehungsweise in diesem Fall die Rebellen, sind der Meinung, dass das, was sie tun, richtig ist und gut ist. Und natürlich, wenn man darüber nachdenkt, ist es auch richtig, dass sie sich gegen das Kapitol zur Wehr setzen und sich nicht weiter von denen unterdrücken und ermorden lassen wollen. Aber trotzdem ist es halt so, dass der Grad von Gut und Böse, von Moral, was ist richtig und was ist falsch, immer weiter in diesem Film verschwimmt. Und man merkt halt schon relativ früh, dass das alles nicht mehr schwarz und weiß ist, dass das miteinander verschwimmt. Und so ist es halt auch in einem echten Krieg. Wenn ihr das nur mal mit anderen Bürgerkriegen in großen Film-Franchises vergleichen wollt, dann denkt zum Beispiel mal über Star Wars nach. Wann hat denn irgendwann mal die Rebellenarmee bei Star Wars was Böses gemacht? Das war eine strikte Schwarz- und Weiß-Situation. Das Imperium ist böse und die Rebellen sind gut, denn die haben Luke Skywalker. Das ist Klischee. Das ist Film. Panem
ist kein Klischee. Panem ist echt. Ohne euch jetzt irgendwas großartig zu spoilern oder vorwegzunehmen, kann ich aber sagen, es gibt eine Szene, die wirklich das perfekt zusammenfasst, was ich gerade versucht habe, so ein bisschen zu umschreiben. Da ist Katniss in einer Art Situation, wo sie gefangen genommen wird von einem anderen Soldaten, also einem feindlichen Soldaten, und er ist in der Lage, sie, wenn er wollte, zu erschießen. Und er fragt sie halt, gib mir einen Grund, warum ich dich nicht abknallen sollte. Und anstelle davon, dass Katniss jetzt auf einmal, wie das in klischeebehafteten Filmen oder Szenen wäre, aufsteht und sagt, hey, wir müssen alle Freunde sein. Wir kämpfen für das Gute. Mit der Macht der Liebe können wir gewinnen. Wow, die Alte hat recht. Wir sollten sofort unsere Waffen niederlegen. Das macht sie nicht. Sie sagt, ganz ehrlich, ich habe keinen Grund. Knall mich ab, wenn du willst. Aber wir müssen uns doch nicht gegeneinander bekämpfen. Wir sind eigentlich nicht die richtigen Feinde. Das ist das scheiß Kapitol. Wir sollten uns verbünden und so weiter und so fort. Und sie hat natürlich recht mit dem, was sie sagt. Und in jedem anderen Film würde man jetzt erwarten, dass diese Worte der Protagonistin den feindlichen Soldaten einfach umstimmen und er dann die Waffe wegpackt und sagt, ja, ist okay, passt. Aber nee, nicht in Panem. Denn da ist die Kacke danach trotzdem am Dampfen. Und ich sag nicht genau, was passiert, aber diese Worte, die sie an ihm richtet, die komplett richtig sind, die auch emotional sind und die auch ein bisschen inspirierend sind, so wahr sie auch sein mögen, schaffen es nicht, diesen Menschen, der in seinem Bürgerkrieg ist, der von Hass zerfressen ist, der nicht weiß, wo sein Kopf steht, der einfach nur am Kämpfen ist, der ist da für diese Worte einfach taub. Der kann die nicht in sich aufnehmen. Und so ist das nun mal in einem echten Bürgerkrieg. So ist das auch in der Realität. Da kann man solche Leute nicht einfach nur mit guten Absichten an die Wand labern, dass sie ihre Waffen niederlegen. Das funktioniert nicht. Und es ist unfassbar gut, dass ein Film sich traut, das zu zeigen. Das Ganze wird natürlich davon unterstützt, dass Jennifer Lawrence eine unfassbar gute Schauspielerin ist. Ich glaube, ich habe das auch in diesem Kanal schon mehrmals erwähnt. Und man muss einfach sagen, sie zeigt halt eindrucksvoll mal wieder, wie man eine Person spielt, die fertig mit den Nerven ist, die angespannt ist, die aber trotzdem zu Emotionen immer mal wieder zwischendurch fähig ist. Negativbeispiel für sowas wäre zum Beispiel Kirsten Stewart in fucking Twilight. Das ist nämlich ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Eine andere Sache, die diesen unfassbar sehr guten Film realistisch und besser macht, ist, dass einfach sehr viele Leute auch abkratzen. Ich meine, ist ja eigentlich auch logisch, ist ja Bürgerkrieg. Nur in anderen Filmen wäre das dann so 0-15 Soldat, den man für eine Minute im Film sieht, danach nie wieder und der ist tot und oh nein, Soldat ist gestorben, juckt kein Schwein, weil man keine Beziehung zu dem Charakter hat. Hier ist es nicht so. Da sterben tatsächlich Leute, die man kennengelernt hat, die man auch nicht sterben sehen will. Aber die sterben. Aber wisst ihr, gerade in diesem Zusammenhang ist es wichtig, nochmal hervorzuheben, warum es denn schlimm ist, wenn bestimmte Charaktere sterben. Warum ist es schlimm für mich als Zuschauer, wenn Charakter XY stirbt? Deswegen, weil ich den lieb gewonnen habe und weil ich eine Beziehung zu diesem Charakter aufgebaut habe. Und fast jeder Film, fast jede Serie versucht das zu erreichen, aber es schaffen halt wirklich nur wenige, dass man dann, nachdem eine Figur den Serien- oder Filmtod stirbt, auch wirklich davon betroffen ist. Und bei Panem, obwohl die ganzen Nebencharaktere jetzt in Teil 4 nicht mehr so viel Screentime bekommen, ist es trotzdem schlimm, wenn irgendwelche Charaktere sterben, eben weil nämlich in den vorigen Teilen des Panem-Franchises so eine gute Arbeit geleistet wurde, um halt die Charaktere oder die Tode der Charaktere später wirklich Bedeutung zu machen. Ich mag zum Beispiel echt voll gerne Katniss kleine Schwester Prim. Die ist super. Und sie leistet in dem Film auch einen Beitrag, indem sie für eine Bombenstimmung sorgt. Darf er das? Was den Streifen aber nicht nur emotional gut für den Zuschauer macht, was ich ja eben gerade erklärt habe, ist aber technisch gesehen auch der Settingswechsel innerhalb des Films. Es gibt da zum Beispiel einen relativ langen Abschnitt, wo die Gruppe um Katniss sich in den Untergrund, in die Kanalisation begibt,
weil sie oben nicht mehr unbedingt so gut vorankommen. Und in diesem engen, beklemmenden U-Bahn-Tunneln und Abwasserkanälen, wo sie dann da rumrobben und rumkriechen, ist das so gut in Szene gesetzt und auch so spannend, wie es wirklich kaum ein Horrorfilm schafft, ja? Und Panem versucht ja eigentlich gar kein Horrorfilm zu sein. Und Horrorfilme, die aber genau das versuchen, spannend zu sein und gruselig zu sein, kriegen es nicht geschissen, was Panem in einer Randszene schafft, ja? Übrigens, kleiner Funfact, die U-Bahn- und Untergrundszenen, die ich gerade angesprochen habe, wurden zu einem Großteil in Berlin, in Deutschland, hier bei uns gedreht. Und wenn man sich in Berlin so ein bisschen auskennt, dann wird man auch das ein oder andere wiedererkennen. Das fand ich ganz persönlich ganz gut. Du wissen, wo ist Berlin? Berlin? Berlin, hey, klar kann ich Berlin. Ich habe meine Alte abgeschaut in den Bahn Berlin. Zack! Ich fahre so schnell nicht wieder nach Berlin. Ja, Berlin! Berlin. Berlin. Hör mal zu. Falls ich auch nur noch in die Nähe von Berlin kommen sollte, ja, werde ich verhaftet. In Berlin. He's going to Berlin. Awesome. Berlin. Nie wieder Berlin. All right. Berlin. Come on, let's go. Ah, scheiße, Mann. Ich liebe den Film Eurotrip. Jedenfalls, ich habe ja gerade ausführlich wirklich erklärt, dass man ja Charaktere in dem Film hat, eventuell, die man liebgewonnen hat. Das ist an sich ja schon schwierig. Was aber noch viel schwieriger ist, meiner Meinung nach, ist, dass man in dem Film einen Charakter schafft oder mehrere Charaktere schafft, auf die man als Zuschauer einen richtig krassen Hass bekommt. Und nicht nur so nach dem Motto, oh, der ist böse, weil er Böses tut. Nein, nämlich weil dieser Charakter einfach etwas macht, was auf so vielen Ebenen so unfassbar falsch ist. So unfassbar falsch ist, ja? Wo ich im Kino saß und ich saß da mit meinem Kumpel im Kino und er saß neben mir und ich saß in der einen Szene nur, bitte stirb jetzt, bitte stirb jetzt, bitte stirb jetzt, bitte stirb jetzt. Und als die eine Person dann wirklich gestorben ist, habe ich einfach nur gesagt, ja, ja, und habe im Kino rumgebrüllt. Und das war natürlich, glaube ich, nicht so angenehm für die anderen Kinozuschauer. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass das halt kaum ein Film schafft bei mir. Dass ich so mitgehe und dass ich den Charakter, der böse sein soll und den ich nicht mögen soll in dem Film gerade als Zuschauer, dass ich den auch wirklich nicht mag und dass ich den wirklich hasse, das schafft kaum ein Film bei mir. Und Panem hat es geschafft. Gerade bei den Charakteren, die man liebgewonnen hat oder die man kennt, wären da ja zum Beispiel auf jeden Fall Katniss, dann natürlich auch Peter und natürlich auch irgendwo Gale, die ja eine seit dem ersten Teil eine krasse Dreiecksbeziehung miteinander führen. Und ich habe mich ehrlich gesagt die ganze Zeit über die ganzen anderen Filme hinweg gefragt, wie wollen die das glaubhaft lösen? Wie soll das passieren? Eigentlich kann die einzige Lösung nur sein, dass einer stirbt von denen. Und dann erübrigt sich das Problem. Und ich habe die ganze Zeit darüber gegrübelt, wie die das machen. Und ich war sowas von positiv überrascht, dass sie keinen klischeebehafteten Weg genommen haben, wie der da stirbt einfach mal so oder der sagt jetzt einfach, hey, du kannst sie haben. Ich stehe da drüber über den Ding. Nee, das passiert nicht. Die lösen das auf eine ganz besondere Art und Weise, die glaubhaft und menschlich ist und die ich so nicht erwartet habe. Und ich kenne auch hier keinen anderen Film, der das ansatzweise so macht wie Panem 4. Also wie immer, ich fasse das Ganze für euch nochmal grob zusammen im Schnelldurchlauf. Der Film funktioniert für sich alleinstehend nicht ganz so gut, aber wenn man ihn in der Gesamtheit des Panem-Franchises betrachtet, dann ist es ein unfassbar geiler Film und ein unfassbar guter Abschluss für dieses Franchise einfach. Ja? Und ein Film, der so gut ist, von dem kann man meiner Meinung nach erwarten, dass man gefälligst weiß, was in den vorigen Teilen passiert ist. Und der Film kann auch von euch erwarten, dass ihr gefälligst aufpasst, während ihr diesen Film guckt. Und wenn man das macht, dann ist der Film auch gut. Wenn man es nicht macht, ist man einfach selber schuld, meiner Meinung nach. Der Film bietet viele Nebencharaktere, die einem über die Gesamtheit der einzelnen Filme ans Herz gewachsen sind. Und alles kommt meiner Meinung nach auch gerade in der Beziehung zwischen Katniss, Peter und Gale zu einem
glaubhaften und befriedigenden Abschluss wirklich. Und es gibt auch Charaktere, die man so richtig schön hassen gelernt hat. Und es ist so befriedigend zu sehen, was am Ende mit diesen Kackfotzen passiert. Der Film ist technisch auch einfach gut gemacht und bietet Dinge, die über die eigentlichen Erwartungen hinausgehen und sogar Sachen einen bietet, die man eigentlich nur im Horrorgenre finden würde. Und ich finde, wer freut sich nicht, wenn er Bonus was obendrauf bekommt? Und natürlich der wichtigste Punkt, warum ich sage, dass dieser Film einfach so unfassbar gut ist, ist, dass er in dem, was er macht, realistisch ist und das so gut darstellt und auch menschlich darstellt und logisch darstellt. Nicht so wie andere Filme, die sich einem Klischee nach dem anderen bedienen. Nein, Panem weiß ganz genau, was er macht. Panem weiß ganz genau, was er erzählen möchte für eine Geschichte, wo der Film hingehen soll und was für eine Message er verkaufen möchte. Und das zieht er auch von Anfang bis Ende durch. Jeder Film in diesem Franchise ist wie ein Lego-Baustein, der auf dem anderen aufbaut. Und das Gesamte würde nicht funktionieren, wenn vorher in irgendeinem Film nicht so dagewesen wäre, wie es dann später auch wirklich ist. Und das ist einfach eine Meisterleistung für sich. Deswegen, geht gefälligst ins Kino und guckt euch diesen Film an. Anschauen auf jeden Fall! So, meine Review ist damit soweit durch. Und an dieser Stelle möchte ich tatsächlich mal ein paar ernstere Worte an euch richten. Ich weiß, das mache ich normalerweise nicht auf diesem Kanal, aber anhand dieses Films und anhand der momentanen Situation fühle ich mich tatsächlich einfach genötigt, das zu tun. Hintergrund des Ganzen ist, dass, wie ich gerade schon angerissen habe, der Film nicht so aufgenommen wurde von Kritikern und von Reviewern auf der gesamten Welt, zumindest in den letzten paar Tagen nach meiner Beobachtung, wie ich es mir vorgestellt hätte oder wie ich es erwartet hätte. Und der Knackpunkt bei der ganzen Sache ist, das habe ich jetzt aber auch nicht in den vorigen Reviews oder jetzt gerade in dieser Review nicht so explizit gesagt, es ist aber, dass die Welt von Panem aus den Büchern und in den Filmen, wie sie dargestellt wird, eigentlich unsere Welt ist. Panem ist ein Spiegelbild von unserer eigenen Gesellschaft. Mit dem Kapitol, mit den Distrikten, mit den Hungerspielen, aber vor allem mit der Medienwirkung. Wie die in diesem Film eingesetzt werden, wie die in den Filmen dargestellt werden, die Manipulation der Medien auf das Kapitol, auf die Distrikte und so weiter und so fort und was da eigentlich trotzdem im Hintergrund passiert, dass Mord und Totschlag einem schon fast als Entertainment verkauft wird oder mit irgendwelchen Falschmeldungen und Nichtsaussagen nichtig gemacht wird, das ist einfach, ach Gott, wisst ihr, es ist schon fast eine pure Ironie, dass jetzt erst vor ein paar Tagen diese schrecklichen, furchtbaren Anschläge in Paris waren und ein paar Tage oder Wochen später kommt solch ein Film in die Kinos. Und ich würde wirklich erwarten, oder ich habe erwartet, dass die Leute, die jetzt gerade diesen Film gesehen haben und mitbekommen, was in der Welt passiert und was die Medien uns über diese Anschläge und hast du nicht gesehen, über den gesamten Krieg und um ISIS und so weiter erzählen, dass sie da eine Verbindung ziehen würden. Aber anscheinend macht das keiner oder kaum einer. Es gibt da eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute gucken den Film und sie checken es nicht, sie verstehen gar nicht, was da los ist und sie verstehen gar nicht oder stellen gar nicht diesen Bezug zu unserer richtigen, echten Welt her. Oder sie tun es und es ist ihnen scheißegal. Und das wäre sogar noch sehr viel schlimmer. Was ich damit einfach sagen möchte ist, was diesen Film oder generell die Panem-Filme, aber wirklich explizit den letzten Film so gut macht, ist, dass er realistisch ist und dass er, wie gesagt, ein Spiegelbild von unserer eigenen Gesellschaft ist. Guckt euch bitte einfach mal, bitte, ich bitte euch inständig darum, euch die Filme nochmal anzugucken, beziehungsweise gerade die letzten beiden Teile, und dann nochmal darüber nachzudenken, was gerade bei uns in der echten Welt so los ist. Vergleicht das einfach mal so ein bisschen miteinander. Wie die Medien drauf sind, was sie uns erzählen, wie mit Terroristen und Rebellen und so weiter umgegangen wird und was wir davon hier mitbekommen. Wisst ihr, wir haben den Luxus, solche schrecklichen Dinge in Form eines Films zu erleben und nicht aus erster Hand. Wir leben nicht im Nahen Osten und so weiter.
Wir haben wirklich den Luxus, dass wir im Kapitol sitzen und unseren warmen Sesseln und wir können uns dieses ganze Schauspiel gemütlich von zu Hause angucken. Und die anderen Leute da draußen müssen leiden. Und unsere Medien machen ein schönes Spektakel daraus, füttern uns mit Lügen und mit absolutem Bullshit. Ja? Und was diesen Film so gut macht, ist, dass er euch nicht nur unterhält. Nein, wenn ihr das unter diesen Gesichtspunkten, die ich gerade gesagt habe, mal betrachtet, dann bildet euch dieser Film. Wenn ihr den Film lasst, falsche Grammatik, dann bildet er euch weiter. Und das können wirklich nicht viele Filme von sich behaupten. Deswegen nehmt diesen Scheiß ernst, den ihr im Kino seht. Denn natürlich ist das Fiktion, natürlich ist das ein Film. Aber man darf immer nicht vergessen, dass das von echten Menschen produziert ist. Ich meine, ein Film ploppt nicht einfach auf und auf einmal ist der da. Da arbeiten zig hunderte Menschen dran und die denken sich was dabei. Zumindest nicht immer, aber zumindest in dem Fall von Panem auf jeden Fall. Diese ganzen Menschen haben sich was dabei gedacht, als sie die Bücher geschrieben haben, als sie den Film produziert haben. Und das sollte man ernst nehmen, meiner Meinung nach. Also, guckt euch diesen verfickten Film an, nehmt es ernst. Wir sind nämlich das Kapitol.